Ist das Wasser dreckig und verkeimt, musst du wohl im Mittelalter sein. Denn für 1000 Jahre war es das immer. Jedenfalls glauben das allerhand Spinner. So in etwa kann man auf die eine oder andere Weise Mr. Wissen to Go's Äußerung zum Thema Wasser im Mittelalter verstehen. Ein Klischee, das lautet, die Menschen im Mittelalter, die waren eigentlich permanent betrunken, die haben nur Bier und Wein getrunken, selbst die Kinder schon. Das Wasser war damals verunreinigt, deshalb hätte man das so gemacht. Was ist dran und woher kommt das, dieses Klischee? Und obwohl er sich hier sehr wundernd über das Thema äußert, müsste er doch am besten wissen, woher das kommt. Schließlich hat er Folgendes in seinem Video Corona und Co., die Geschichte der Hygiene, von sich gegeben. Trinkwasser ist praktisch immer verschmutzt und mit Bakterien und anderen Keimen verseucht. Jetzt denkt sich ja der eine oder andere, naja, das kann ja mal passieren. Hört mal folgendes Videoschnipselchen euch an. Ja, da gibt es ja eben dieses Bild, was wir auch immer wieder sehen, dass der Inhalt von Nachttöpfen auf die Straße geschüttet wurde, die Leute einfach in die Gassen gepinkelt haben, sich da erleichtert haben. Das mag vielleicht auf den ersten Blick ganz logisch klingen, auf den zweiten Blick denkt man sich dann aber, naja, was hat auch damals schon gestunken und wir würden das ja heute auch nicht toll finden. Woher kommt denn aber dieses ganz klar falsche Bild, dass die Menschen damals sich keine Gedanken über sowas gemacht? Überall werden Fäkalien aus dem Fenster gekippt. Wenn man von so einem Schwall getroffen wird, dann kann man sogar noch froh sein, denn sehr oft werfen die Leute gleich ihre vollen Tontöpfe komplett mit aus dem Fenster. Aus dem Fenster kippen ist bis ins 19. Jahrhundert hinein die gängige Methode, wie in europäischen Städten Urin und Kot entsorgt werden. Stammt im Übrigen aus demselben Video, wie man noch unschwer erkennen kann. Und so könnte man jetzt die ganze Zeit weitermachen. Und falls man jetzt nicht einen Mirko-Kommentar in der Richtung findet, beim Rest von Terra X wird man auf jeden Fall fündig. Zu der Fensterkipperei bezieht er sich im Übrigen auf das alte Rom, auch wenn hier ein mittelalterliches Bild eingeblendet wurde. Und naja, da er das 19. Jahrhundert angibt, haben wir so Pi mal Daumen 2000 Jahre Kot- und Urinregen. Jetzt könnte natürlich jemand sagen, ja, das sind ja so Schnipsel, das ist ja aus dem Zusammenhang gerissen. Richtig? Deswegen gucken wir uns mal einen der Schnipsel in, ich sag mal sozusagen, voller Pracht an. So ein bisschen frei nach Konrad Adenauer. Dreckiges Wasser schütten wir hier doch nicht weg, wenn wir kein sauberes haben. In unseren Städten leben früher nicht nur Menschen, sondern auch sehr viele Tiere. Ochsen und Esel, mit denen man schwere Lasten transportieren kann. Pferde, Kühe, Schweine, Ziegen. Unglaublich, oder? Früher gab es doch tatsächlich Tiere in der Stadt. Heute wohl nicht. Also keine Hunde, keine Katzen, keine Tauben, die mit ihren, naja, Hinterlassenschaften unsere Bürgersteige verschönern. Wo man sich richtig freut, wenn man davon im Flug getroffen wird oder einfach mal reintritt. Bloß gut, dass unsere modernen Städte so reinlich, so super sauber sind, man kann quasi praktisch, ja, sagen wir, vom Bürgersteig essen. Ganz im Gegensatz zum stinkenden, dreckigen, Mittelalter um 1400 in Lübeck, was uns ja durch das Bild da vermittelt wird. Vielleicht befindet sich in einer größeren Stadt im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit eine Kaserne für Kavallerie. Also vielleicht befindet sich in so einer Stadt wie Lübeck um 1400 im Mittelalter, vielleicht auch in der frühen Neuzeit, eine Kavalleriekaserne. Na, ist sie da jetzt oder ist sie da nicht? Vielleicht oder vielleicht doch nicht. Was denn? Das heißt 1000 Reiter und die bedeuten 2000 Pferde, von denen jedes jeden Tag 5 Kilogramm Dung und Streu produziert. Also eine Kavalleriekaserne allein produziert täglich 10 Tonnen Fäkalien. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Neben jedem Haus in einer Stadt befindet sich eine Sickergrube. Stellt euch mal vor, was das für die Gesundheit der Menschen bedeutet. Wie ekelhaft dieses Mittelalter doch ist. 10 Tonnen am Tag. Und dann auch noch an jedem Haus eine Sickergrube. Und da landet alles drinne.
Aber warte doch mal kurz. Wenn da alles in der Sickergrube landet, was genau kippen dann die Leute auf die Straße? Oder ist die Straße eine Sickergrube? Oder verwendet man Sickergruben gar nicht und kippt alles auf die Straße? Hä? Also ich würde jetzt mal frecherweise sagen, jedem Menschen mit Gehirn sollte spätestens hier auffallen. Ja, stimmt doch was nicht. Warum soll ich Sachen auf die Straße schmeißen bzw. kippen, wenn ich doch dafür eine Sickergrube habe und umgekehrt? Oder meint er, die Leute waren zu faul, zur Sickergrube zu gehen und haben deswegen einfach alles aus dem Fenster geschmissen? Weil wir das heutzutage auch so machen, oder wie? Also ich würde jetzt mal ganz schwer behaupten, in so logischer Hinsicht, beides geht nicht. Jedenfalls nicht in der Art, wie das erzählt wird. Das macht logisch einfach keinen Sinn. Man muss also nicht mal Fakten kennen, um hier schon stutzig zu werden, sich zu sagen, was erzählt der denn da für einen Schnee? In Rom gibt es wenigstens riesige Aquädukte, die frisches Wasser heranführen. Aber in Köln, in Wien, in Berlin? Trinkwasser ist praktisch immer verschmutzt und mit Bakterien und anderen Keimen verseucht. Praktisch ständig wütet die Cholera. Das ist eine infektiöse Durchfallerkrankung. Macht mich hier auch schon wieder stutzig. Heißt das jetzt, dass in Rom, trotz Aquädukt, im Mittelalter das auch verschmutzt war? Oder meint er damit das antike Rom? Oder bezieht er sich auf die Bleirohre in Rom, die es aber auch im alten antiken Rom schon gab? Oder heißt es, dass in Köln, Wien, dass da diese römischen Aquädukte verfallen sind? Wobei Berlin gab es ja nie ein Aquädukt, beziehungsweise Berlin ist aus dem Mittelalter, beziehungsweise meint er die Doppelstadt Köln-Berlin aus dem Mittelalter mit ungefähr 8000 Einwohner um so 1400. Oder meint er Köln am Rhein mit 40.000 Einwohner um 1400. Was meint er denn? Also ich meine, wenn er tatsächlich Berlin meint, ohne das, was wir heute Neukölln nennen, was denn wahrscheinlich bloß 4.000 oder 3.000 Einwohner hatte, hat sicherlich andere Wasserprobleme gehabt als Köln mit 40.000. Aber selbst so macht es keinen Sinn, weil wegen diesem immer. Also es macht aus logischer Sicht keinen Sinn und diese ja, Anmerkungen, die da kommen, ergeben noch weniger Sinn. Und ich glaube, er weiß selber nicht mal, was der Käse soll. Wahrscheinlich, weil er den Kram nicht mal selber geschrieben hat. Aber gehen wir doch mal besser noch mal genauer ins Detail. 1400. Lübeck hatte 17.000 Einwohner. War damit wohl eine der größten deutschen Städte, wenn man Deutsch sagen möchte. Es gab das ja in dem Sinne noch nicht. Und da soll also eine Kavalleriekaserne gestanden haben. Für 1000 Reiter. Das überlegen wir mal. Die Kavallerie im Mittelalter, wie hieß die nochmal? Also diese Typen auf den Pferden, wie nannte man die nochmal? Ach ja, richtig, Ritter. Und wie heißt das nochmal, wo landläufig man denkt, dass der Ritter wohnt? In der Burg. Natürlich nicht jeder Ritter in der Burg gewohnt, aber wir müssen mal überlegen, was könnte er denn meinen? Habt ihr schon mal von der großen Lübecker 1000-Ritter-Burg gehört oder sowas? Oder in Wien, Berlin, Köln oder vielleicht Rom? Man weiß ja nicht, wie er es genau gemeint hat. Also ich nicht. Okay, es gibt Ritterorden. Hier mit den Kreuzzügen und sowas. Die hatten sogenannte Ordensburgen. Und da gab es auch ziemlich große. Aber wenn man so bedenkt, dass der Deutschritterorden so wohl immer wohl ungefähr so im Laufe seiner Existenz so zwischen 7 bis 1000 Ritter haben sollte im Mittelalter, fragt sich, wie man auf diese 1000 Ritterburg oder Kavalleriekaserne kommt, beziehungsweise vielleicht ist das ja in Lübeck ein ganz geheimer 1000 Ritterorden, den man jetzt einfach noch nicht kennt. Ich meine, blöd ist schon mal, dass es das Wort Kavallerie erst nach dem Mittelalter gibt. Auch genauso das Wort Kaserne
Und nein, die Römer hatten keine Kasernen, das waren Kastelle. Aber egal. Lübeck hatte auch im Mittelalter kein stehendes Heer. Wo ja, meine, so eine Kavalleriekaserne ist ja dafür da, weil man ein stehendes Heer hat, also Leute, die immer an Waffen sind. Deswegen baut man ihnen ja so eine Kaserne. Und das gab es halt im Mittelalter nicht. Es gab so gut wie keine stehenden Heere. Das war die Ausnahme. Sondern es gab Söldner. Ein stehendes Heer hatte Lübeck auch erst nach dem Mittelalter. Kann man alles im Internet nachlesen. Und auch wenn man diese ganzen Details nicht weiß, wäre man ja schon irgendwie stutzig geworden. Aber Mirko reicht das noch nicht. Er muss noch einen draufsetzen. Also der absurde Unsinn mit der Kavalleriekaserne hat noch nicht gereicht. Nee, da muss noch mehr kommen. Beziehungsweise der Typ, der dem Mirko diesen Unsinn zusammengeschrieben hat, der dachte sich, er muss noch eins draufsetzen. Denn auf einmal sind wir bei der Cholera und es wird uns ein Bild eingeblendet von 1907 in China. Dummerweise sieht dieses Bild aber eher nach Hungersnot aus, die es in China gab 1907. Denn Cholera und 1907, das ist ja dieses, das von China nach Japan und Korea die Cholera, ich sag jetzt mal, exportiert wurde, wenn man das mal so sagen darf. Das Bild macht null Sinn und auch die Cholera macht null Sinn. Weder in der Antike noch im Mittelalter, schweres Wort, Mittelalter und der frühen Neuzeit. Denn die Cholera tritt erst direkt nach der frühen Neuzeit auf. Und zwar die erste Epidemie ist, beziehungsweise Pandemie, 1817 bis 1824. Und das dann auch in Asien, Ostafrika und Kleinasien. Also kein Berlin, kein Köln, kein Rom, kein Wien. Sprich, es wird Unsinn über die Antike erzählt, es wird Unsinn über das Mittelalter erzählt und über die frühe Neuzeit. Und danach. Und man fragt sich ernsthaft, warum? Was bitte soll das? Ich meine, wie man an der Erzählung ja erkennt, ist es ja nicht einfach so, dass man einfach eine falsche Info rausgegeben hat, sondern man versucht ja immer noch eins draufzusetzen und guck mal, wie eklig das alles ist. Also das ist auch schon richtig dreist, das so hinzustellen und man hat sich auch gar nicht nur aufs Mittelalter beschränkt. Und wie man ja schon merkt, braucht man ja nicht viel Fachwissen, um zu erkennen oder wenigstens zu merken, so, da stimmt irgendwas nicht. Und da fragt sich, wieso jemand, der Mr. Wissen to go heißt, das To-Go-Wissen nicht hatte, um beim Einsprechen von diesem Kram zu merken, dass er da irgendeinen Quark erzählen muss, der so nicht stimmen kann. Ich meine, wenn man jetzt frech wäre, würde man aufgrund dieser inkompetenten Fehlleistung, die ja abgeliefert wurde, vielleicht sowas sagen wie, Mr. Wissen to go ist dumm wie Bohnenstroh. Oder ähnliches. Mache ich aber an der Stelle nicht. Wobei man halt doch sagen muss, wer sich tagtäglich und ständig mit Wissen beschäftigt und dann da hier so einen wirklichen totalen Blackout hat, das geht bei mir absolut in die Rübe nicht rein. Und wenn man jetzt noch bedenkt, wie Mr. Wissen to go, beziehungsweise der Mirko, da in diesem, wir decken jetzt mal die Fakes auf Video, da immer so dreist nachfragt, woher kommt das denn? Und die richtige Antwort eigentlich lauten würde, ja, du hast das erzählt, erklär uns doch mal warum, muss nur ein seriöser Wissenschaftler das aufdecken und sagen, ja, so und so war's. Ja, und bei Terra X, beziehungsweise bei Mr. Wissen to go, hat man gar kein Schuldbewusstsein. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die Videos, wo der Käse erzählt wird, die sind alle noch online. Und es ist nicht nur dieses eine. Und es ist, wie wir ja hier sehen, ja, nicht nur übers Mittelalter, wo Käse erzählt wird, auch über andere Zeitepochen, auch über neuere Zeitepochen, die erst, was weiß ich, 50, 60 Jahre her sind. Nein, ich meine nicht den Zweiten Weltkrieg. Und dazu kommen noch ewig viele Webseiten vom Öffentlich-Rechtlichen, die diesen Mist auch nochmal wiederkäuen. Plus die Webseiten, die von diesen Seiten abgeschrieben haben und den Unsinn auch zum Besten geben. Ich meine, die Leute, die sich mit dem Mittelalter nicht auskennen und sich das angucken und denken, denn ach so, das Mittelalter ist ja interessant,
die werden ja weiterhin belogen. Wurde ich früher auch immer. Okay, das mit dem Wasser und so, es gab schon einige Sachen, wo ich immer stutzig war und dachte, kann doch gar nicht sein, das macht ja keinen Sinn. Ich sag mal so, die dreiste Lügerei übers Mittelalter ist den meisten sicherlich, wie auch mir, eigentlich nur durch den André von Geschichtsfenster wirklich bewusst geworden. Und ich muss aber sagen, im Gegensatz zu André reicht mir das nicht, dass die jetzt auf einmal in einem Video mal die Wahrheit gesagt haben. Wir wurden ja nun jahrzehntelang belogen und betrogen. Der Originalspruch geht im Übrigen so: 40 Jahre lang sind wir hier belogen und betrogen worden in der DDR. Ich will es mal so sagen, es ist schon extrem dreist, wenn man es nicht mehr schafft, sich zu entschuldigen für das Gelüge. Oder wenigstens zugibt, ja, wir haben gelogen und jetzt lassen wir es. Nö, man macht lieber ein Video, wo man tut, ja, wir können uns gar nicht erklären, wo das herkommt. Wer verbreitet denn sowas? Kannst du uns da mal aufklären, lieber Herr Fachprofessor? Es ist einfach gegenüber allen Beteiligten extrem dreist. Und dass die Leute jahrzehntelang diesen Unsinn über den Rundfunkbeitrag, beziehungsweise wie es früher noch hieß, GEZ, bezahlen mussten, das kommt ja noch obendrauf. Und ich frage mich auch, wie das die einzelnen Mitarbeiter mit ihrem Gewissen überhaupt vereinbaren können. Also ich meine, da ja der Mirko hier sein Gesicht hergegeben hat oder wahrscheinlich hergeben musste, ist ja die Frage, wie tut er das mit seinem Gewissen vereinbaren? Er könnte ja wenigstens mal was dazu sagen, eine Erklärung abgeben, wie sowas passieren konnte, warum das passiert ist. Die Frage ist wirklich, wer wird hier mal Eier zeigen und ein Geständnis abliefern? Weil es stellt sich hier schlichtweg grundlegend die Frage, können wir dem öffentlich-rechtlichen Dokumentarbereich im Bereich Geschichte überhaupt noch irgendetwas glauben? Meine, so drastisch will ich das nicht sagen, aber das werden sicherlich einige so sehen und werden sagen, ich glaube nichts mehr, was die bringen. Und da werden sich die Leute auch nicht nur auf den Bereich von Geschichtsdokus beschränken, sondern es ist ja nun mehrfach schon in anderen Bereichen aufgeflogen, wie gelogen wurde. Und das fällt auch immer mehr und mehr und mehr auf. Und die Frage ist halt, wie soll das weitergehen? Und ich würde mal behaupten, so wie das jetzt gehandhabt wird, ist es eine wirklich sehr, sehr schlechte Lösung und wird viele Leute traurig und auch wütend machen. In diesem Sinne, bitte, bitte fasst euch ans Herz und macht in Zukunft das Ganze richtig. Und zwar wirklich richtig.